Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Pokémon Schild, Insel der Rüstung. Wir kämpfen heute gegen das Wuffels, das wir im letzten Part gesehen haben. Und ich finde, es hat eine geile Textur. Doch, fühle ich. Ich hoffe, ich bringe es jetzt nicht um. Ich hoffe echt, dass ich es nicht umbringe, ohne Witz. Nein! Och, Mann. Aber wir werden sicher noch die Möglichkeit haben, nochmal so eins zu fangen. Und ich würde gerne ein anderes Pokémon mal auf erste Stelle setzen. Was haben wir denn hier? Let's cook at the Bericht. Es ist ein reines Drachen-Pokémon. Gut, dann machen wir mal Shadrago an erste Stelle, damit wir das ein bisschen hochtrainieren können. Es ist ja nicht schlecht. So. Und mit dem Typ wollten wir noch reden, genau. Du hast 18 meiner Diktas gefunden. Fehlen noch 133. Hier, das Pokémon habe ich in Alola getroffen. Alola Phlegmon. Ist ein ganz normales, oder? Spitzname? Wieder in die Kommentare. Bei 20 kannst du dein nächstes Pokémon abholen. Oh, und sogar mit Kingstein. Krass, aber dann bräuchte ich jemanden zum Tauschen. Also, schreibt mal in die Kommentare, wer das kurz mit mir tauschen würde, damit ich das Pokémon auf jeden Fall hab. Für den Pokédex. Und hier können wir unser Bike designen. Die hat mich im letzten Part, also vor dem letzten Part, hat sie mich angesprochen. Welches Design hättest du? Gleißendes Schwarz, glitzerndes Weiß. Gleißendes Schwarz sieht sicher gut aus. Alter. Wow. Wow. Was zur Hölle? Okay, krass. Sieht auf jeden Fall nach Premium-Ding aus. Ah, hier haben wir dann ein anderes Gebiet. Gut, dann befinden sich die elf Diktas noch hier irgendwo. Die werden wir dann wann anders suchen. Gut, gibt es hier wieder Trainer oder was ist es? Hallo, ich komme aus einer anderen Region und suche nach Pokémon aus Galar. Hast du vielleicht einen Knogger von hier? Ich würde es dann gegen einen Knogger von einer anderen Region tauschen. Ja, kann man sich ja mal machen. Was ist denn da vorne in der Erde so? Ah, das ist... Okay. Ich sag nichts. Das ist, so ein Phlegmon. Das wir uns jetzt auf jeden Fall holen werden. Oh, das hast du gerade spezielle Musik. Fühle ich. So, Knirscher. Ballert auf jeden Fall. Ja, es hat auf jeden Fall eine höhere Initiative. Habe ich mir schon gedacht. Weil sie eben so flink sind. Man muss Game Freak einfach nur Zeit geben. Und das hatten sie jetzt bei dem DLC. Es kotzt mich so an, dass sie in letzter Zeit so unfertige Spiele raushauen. Und nächste Woche gibt es eine Direct. Und wenn sie da kein Diamant und Perl raushauen, raste ich aus. Weil Diamant und Perl sind halt echt Must-Have. Wenn es Diamant und Perl auf der Switch gibt, Bombe. Dann ist die Switch mit Abstand die beste Konsole. Scheiß auf PS5, scheiß auf Xbox One. Die haben nicht so viele Exklusivtitel, finde ich, wie Nintendo. Nintendo haut gerade richtig viel raus. Du nimmst Zavarios Dojo-Jacke an dich. Zwei fantastische flinke Phlegmon fehlen dir noch. Ja, wo sind die ganzen anderen Trainer? So, erstmal gucken, was hier drin ist. Ein Tohaido. Juckt mich nicht. Also hier ist so ein Sumpfgebiet. Okay, haben wir auch noch nicht. Und ich finde... Oh, heilige Scheiße. Du bist ein schönes Vogel-Pokémon. Aber warte mal. ...19 verstecken sich hier. Oh! Ein Giftstein. Ich möchte nicht so viel Pokémon-Kämpfe. Ah! Ich bin überfordert. No joke. Ja, jagen wir erstmal die Phlegmon. Bevor wir irgendwas anderes machen. Die Routen sind halt viel schöner so. Und es kommt halt viel lebendiger rüber, finde ich.
Was bist du? Du bist auch neu, oder? Und du bist auch neu. Oh Gott. Okay. Nächstes Fleckmann. Dem geben wir auch aufs Maul. Brutalst. Heilwoge bringt ihm nichts. Hat volle KP. Wild. Also Schad Drago gefällt mir bisher. Vom Design her und vom vom Angriffswert. Ne, das Design gefällt mir echt. Ich weiß gar nicht warum. Ich kann mir vorstellen, dass Schad Drago erst seit der 3D-Generation jetzt gut rüberkommt. Ich glaube, es ist ein Generation 5 Pokémon. Und war damals übelst hässlich. Generation 5 feiere ich übelst nicht. Dojo-Shirt und Dojo-Boxer-Shirt oder so. Haben wir es an uns genommen. Aber wo sind die anderen Trainer? Ich habe gedacht, die jagen die auch. Ja komm, wir dürfen hier nicht so durchrennen. Poke-Poke. Der zieht jetzt hier seine Kreise und dann fangen wir ihn einfach hier ab. So. Machen wir das Vieh auch fertig. Ja, der Angriff scheppert richtig. Ich hätte gerne mal so eine Weiterentwicklung gesehen von Lamus. Weil die soll angeblich auch richtig cool aussehen. So. Wir kriegen ja bei die zweite Form von Lamus kriegen wir ja erst im nächsten im nächsten DLC. Aber ich finde, sie haben es gut gemacht, dass man nicht doppelt zahlen muss und so. Ah, das ist dann hier der Ausgang. Und hier geht's zum Strand der Prüfung. Was bist du für ein Fisch? Ein Enteron! Oh mein Gott, Entons! Und Toketemarus! Nein, das sind keine Toketemarus, das sind was seid ihr? Verwirr mich nicht. Der Turm sieht richtig krass aus. Krebutak. Chanera. Ich erkenne nicht allzu. Die Dene. Urgel. Krebskor. Ich erkenne nicht allzu viel Pokémon auf den ersten Blick. Also entschuldigt mich. Schlupuck! Oder nee, die Weiterentwicklung. Ah, es sind krasse Viecher dabei. Fühl ich. Fühl ich total. Bisofunk heißt das, glaub, das Pokémon. Was ist das Schwarze da vorne? Okay, nichts Gescheites. Naja, gehen wir zurück. Wir haben auf jeden Fall ein geiles Rad bekommen. Wir haben alles mögliche Cooles bekommen. Oh mein Gott, ich bin gerade so gehypt. Ich bin gehypt auf die Story, ich bin gehypt auf den Pokédex, ich bin auf alles gehypt irgendwie. Oh Gott, Krisensitzung. Ah, Robin, willkommen zurück. Hast du meine gesamte... andere Stimme. nee, die war schon richtig. Hast du meine gesamte Dodo-Bekleidung etwa auf eigene Faust zurückerobert? Hier, bitteschön. Der Blick. Ich bin dir sehr verbunden. Gut gemacht, Robin. Du hast die erste Prüfung mit Bravour gemeistert. Ich glaube, du bist seit Dalian der erste Schüler, der alle drei fantastisch flinken Fleckmon im Alleingang bezwungen hat. Ihr habt die Fleckmon zwar auch eingeholt, konntet aber leider keins von ihnen besiegen. Ach, Schlamm drüber. Sagen wir einfach, die Prüfung gilt für jeden als bestanden, der einen Fleckmon eingeholt hat. Das ist allerdings eine Ausnahme, weil Robin hier so eine Glanzleistung hingelegt hat. So habt ihr alle die Möglichkeit aufzuholen. Wow, wie großzügig. Ich habe trotzdem nicht bestanden, auf ganzer Linie versagt.
Ach ja, wo wir gerade beim Thema sind. Enya, was ist eigentlich mit den zwei Rackern? Oh, gut, dass du dran gedacht hast, Liebling. Shigibisasam, kommt mal her. Oh shit, dürfen wir uns entscheiden zwischen einem von beiden? Ich wüsste tatsächlich nicht mehr. Es sind beides wunderschöne Pokémon. Shigi und Bisasam hier wurden von uns allen großgezogen. Es sieht ganz danach aus, als hätte dein Können ihr Interesse geweckt. Als Belohnung für deine bestandene Prüfung darfst du dir eines von beiden aussuchen. Wir haben die zwei übrigens auf eine ganz besondere Weise trainiert. Deshalb können sie eine Giga-Dynamaximierung durchführen, sobald sie die letzte Stufe ihrer Entwicklung erreicht haben. Okay, wow. Ich muss ganz ehrlich sein. Ich glaube, ich gehe in dem Fall mit Bisasam. Wahrscheinlich hassen mich jetzt manche Leute dafür. Weil Bisasam so der Starter ist, den in Generation keiner wollte. Aber guckt euch an, wie knuffig das Vieh ist. Guck mal, wie es sich bewegt. Und damit kann Shigi einfach nicht mithalten. Obwohl, der Panzer ist halt schon cool. Wir gehen mit Bisasam. Ja, ich glaube, mein Bauchgefühl sagt, Bisasam ist da die bessere Entscheidung. Du entscheidest dich also für Bisasam, den Experten im Umgang mit Pflanzenattacken, ja. Ich meine, warum nicht? Für Bisasam wurde ein Pokédex-Eintrag angelegt. Nach der Geburt nimmt es für eine Weile Nährstoffe über den Samen auf seinem Rücken auf. Spitzname in die Kommentare. Und dann gucken wir halt mal. Das kleine Bisasam scheint sich sehr darüber zu freuen, dass du es ausgewählt hast. Sind die eigentlich shiny gelockt? Kann man das mal rausfinden? Und vergiss nicht, dass diese beiden Racker in ihrer letzten Entwicklungsstufe eine Giga deiner Maximierung ausführen können. Also trainiere dein neues Teammitglied fleißig. Das Dynamax-Phänomen. Das große Mysterium, das die Pokémon von Galar umgibt. Es beeinflusst nicht nur die Größe der Pokémon, sondern verändert auch die Attacken, die sie einsetzen können. Dann gibt es da noch die Giga-Dynamaximierung, eine besondere Form der Dynamaximierung. Apropos Giga-Dynamaximierung, dazu hegen wir hier im Master-Dojo ein kleines Geheimnis. Ich rede von unserer Dynasuppe. Ein Löffel davon kann gigantisches Potenzial entfesseln. Oh, wow. Ah, so eine schöne Dynasuppe, randvoll mit Dynapilzen. Das wäre doch jetzt was Feines. Und somit kommen wir auch schon zur zweiten Prüfung einer Pilzsuche. Aber ihr sollt nicht irgendwelche Pilze suchen, sondern drei stolze Dynapilze. Denn die fungieren als Schlüssel zur Giga-Dynamaximierung. Dynapilze könnt ihr an ihren roten Färbungen und ihrem Wirbelmuster erkennen. Sie wachsen vorwiegend an dunklen, feuchten Orten. Alle Klarheiten beseitigt? Okay, dann kann es ja losgehen. Und schaut, dass ihr bis zum Abendessen zurückkommt. Um Schüge brauchst du dich nicht zu sorgen. Ich werde mich weiterhin gut um ihn kümmern. Gemeinsam werden wir so stark, dass wir uns vor dir und Bisasam nicht verstecken müssen. Dein Ernst? Du hättest den doch einfach auch mir schenken können, oder? Wenn das Pokémon neue Attacken lernen soll, kann ich gerne aushelfen. Oh, das wäre wirklich wunderbar. Ah, er ist der Attackenhelfer. Wenn du deinem hilfsbereiten Mitschüler hier Rüstungserz gibst, bringt er deinen Pokémon im Gegenzug neue Attacken bei. Sei nicht schüchtern und lass dir von ihm helfen. 5 Brocken Rüstungserz. Brauchen wir nicht. Auf welchem Level ist es, Bisasam? Das wird mich doch jetzt echt wundern. 5. Okay, sonst hätte ich gesagt, wir hauen Inteleon jetzt auch aus unserem Team raus und stellen komplett Neues drauf. Warte kurz, Robin. Was willst du? Ich Dummbatz, hab ganz vergessen, dass du dich auf der Rüstungsinsel ja noch gar nicht auskennst. Daher weißt du sicher nicht so recht, wo du mit der Suche beginnen sollst. Komm, ich zeig dir bei einer kleinen Runde mal die Gegend. Okay. Die Musik ist gut. Was ein schöner Tag zum Flanieren.
Also normalerweise wachsen hier im Fokusforst Unmengen an Dünapilzen. Aber vor kurzem ist hier eine riesige Gruppe von gierigen Schlaraffel durchgefegt und hat alles leer gefressen. Schlaraffel? Ah nee, das sind nicht die Affen, gell? Im Aufwärmtunnel könnten aber auch noch Dünapilze stehen. Du findest ihn außerhalb des Forsts auf der Fleißebene. Ja. Such einfach ein paar, okay? Ich hab Hunger. Chill mit Ö. Gommel, bist du's? So. Fokusforst. Okay, hier wachsen auch Pilze. Wenn auch hässliche. Was gibt's hier außer den komischen Pilzen? Gibt sicher noch coole Pokémon. Pikachus gibt's hier? Tangelas? Kennen wir, glaub, beide schon. Die Pilze sind auf jeden Fall neu. Werde ich jetzt aber nicht anspringen. Nee, ich glaube, Tangelas sind neu. So ein Tangolos hatte ich auch noch nie im Team. Oh, aber so ein Pikachu ist auch süß. Riesenpilz. Hm. Ah, man hat keine Chance, auf die Diktas zu achten. Ich probiere es die ganze Zeit, aber ohne Witz. Keine Chance. Komische Aprikokos. Hier ist ein Diktar. Warum auch immer. Hier verstecken sich noch 7. Bruder, ich finde die doch nicht. Hier lenkt mich alles andere viel zu krass ab. Bist du shiny? Du siehst shiny aus. Aber du bist wahrscheinlich eh kein shiny. So, Galanuszweig. Wo geht's zu der Höhle? Ich habe mich schon verlaufen. Alter, wie groß die Gegend hier ist. Sie ist halt viel... Es ist viel besser als das normale Spiel. Was suchst du? Ach, verflixt, hier geht's ja gar nicht. Zum Aufwärmtunnel. Echt nicht? Ja, aber trotzdem kann man hier mal... das Ding hier mitnehmen, oder? Blattstein. Ja, hat sich gelohnt. So plus minus. Und vielleicht hat's ja noch irgendwas anderes. Ja, genau dich wollte ich. Komm her, du kommst in mein Team. Du bist lustig, ich mag dich. Lass uns Freunde sein. Aber davor hau ich dir noch kurz in die Fresse, okay? Super. Du kriegst mal einen Eisenschädel. Blattgeißel brezelt auf jeden Fall. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Knirscher nochmal. Ja, jetzt heilt sich's, verdammt. Aber Tangolos gefällt mir in der Generation. Irgendwie. Hat was, aber mir fehlt irgendwie eine zusätzliche Dimension, dass die Augen so in dem Wirrwarr versteckt sind. Also da hätte man ein bisschen mehr Details machen können an dem Pokémon. Auf jeden Fall. Aber das tankt gut. Das tankt gut. Ich brauche das in meinem Team. Komm rein. Bitte. Tu mir das nicht an. Ansonsten fange ich mir in Tangela. Okay, du willst also auf die mittelharte weiche Tour. Dann können wir das... so machen. Grasfeld, oh Gott. Heilt es nicht auch? Doch, das heilt. Verdammt. Ich glaube, es will nicht gefangen werden. Aber das Grasfeld heilt uns beide, das ist gut. Aber er hat noch Verwurzler. Alter, das Vieh heilt sich so schnell hoch. Jesus motherfucking Christ, ist unser Tank. Wir brauchen den. Ja, come on. Bleib drin. Ich gebe dir gratis Meckes. Super. Ehre. Dann haben wir noch einen neuen Freund bekommen zum Ende vom Part. Bisasam erreicht Level 21. Alles klar. Egelsamen bringen wir ihm bei. Ist ein super Teil.
Ja, toll, dann ist Bisasam jetzt auch unnötig. Oh mein Gott. Oh. Weil ich finde Tangolos tatsächlich besser als Bisaflor. Aber vielleicht kann man ja noch irgendwas draus entwickeln, was mich vom Gegenteil überzeugt. Giftpuder ist halt schon stark. Ja, ich weiß nicht. Nee. Geh weg. Samenbombe brauchen wir auch nicht. Ist auch zu schwach, meiner Meinung nach. Und Bodycheck ersetzen wir. Da ersetzen wir Rankenhieb auf jeden Fall. War's das? Okay, Bisasam entwickelt sich jetzt auf jeden Fall noch zu Bisaknosp. Und ansonsten würde ich mich mal bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann dürft ihr mir ganz kräftig in Schuh blasen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich lese jetzt noch kurz hier vor. Die Sonne macht es stärker, die Knospe auf seinem Rücken wächst unter Einfluss von Sonnenlicht. Okay, im nächsten Part suchen wir dann die Pilze. Und Tangolos haben wir ja auch noch. Je wärmer sein Lebensraum ist, desto schneller wachsen seine Ranken. Werden sie zu lang, kürzt Tangolos sie, indem er sie abreißt. Alter, du bist ein kranker Dude. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss und bis bald.